Herzlich willkommen zu einer Serie von Tutorials. Ich möchte dir einmal zeigen, was in Word alles möglich ist. Eigentlich ist alles möglich. Du kannst praktisch alles, was du in Mathematikbüchern findest, in Word selber zeichnen. Ich habe hier ein paar Beispiele mitgebracht, die du dann am Ende der Serie der Tutorials dann auch selber zeichnen kannst. Hier ein paar Zahlenstrahle, hier sind ein paar Brüche und ein Winkel. Hier ein paar Vielecke, Dreiecke, Vierecke, Koordinatensystem. Auch sowas ist möglich. Ein Geodreieck, ein paar Figuren, Würfelnetze, Würfelbauten. Ja, ein paar Körper. Auch hier wieder ein paar Körper. Und was ich auch noch einmal sagen möchte, ist, was eigentlich eine Vektorgrafik ist und was eine Rastergrafik ist. Word zeichnet Vektorgrafiken. Das sehen wir hier rechts. Links ist eine Rastergrafik. Die habe ich einmal in Microsoft Paint erstellt. Und was jetzt der große Unterschied ist, wenn ich da einmal ranzoome, dann sieht man, je größer das wird, desto pixeliger wird das hier. Bei einer Vektorgrafik passiert das nicht. Man kann also Vektorgrafiken beliebig skalieren, ohne einen Qualitätsverlust zu erleiden. Und das Schöne an diesen Vektorgrafiken ist, im Nachhinein kann ich die noch ändern. Das heißt, ich könnte hier anfassen und die gerade verkürzen, verkleinern, anders hinziehen und dann dementsprechend anpassen. Rastergrafiken benötigen auch viel mehr Speicherplatz. Von daher ist das eine reine Win-Win-Situation. Und ich freue mich dann darauf, dir in den nächsten Videos mehr zu zeigen. Viel Spaß mit den Tutorials. Alle Videos dieser Tutorial-Reihe und die zugehörigen Materialien kannst du herunterladen. Den Link dazu packe ich unter das Video. Die Videos sind unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Hier unten siehst du das Symbol dazu. Was Creative Commons genau bedeutet, das kannst du hier genauer nachlesen unter creativecommons.net. Auch für meine Videos oder auf meine Videos bezogen heißt es, du darfst meine Videos ohne zu fragen weitergeben und zum Beispiel in eigenen Fortbildungen kostenlos einsetzen.